Winterflutlicht trafen sich Füchse gegen Internationale getroffen. Das heißt hier 5. gegen 13. der Tabelle. Füchses Torschütze vom Dienst bei Jadstadt, diesmal ohne Torerfolg. Halbzeitstand 0:0. Ein Doppelpack durch Nikolas Fesler bescherte nicht nur ihm Treffer 5 und 6 in der Saison, sondern besiegelte den unerwarteten Sieg gegen die Füchse, die damit die zweite Heimniederlage erlitten. Nur ein Sonnabendspiel und wieder musste Internationale heran und wieder ein Auswärtsspiel, diesmal beim Tabellensechsten BAK. Und holt mit dem 1:1 aus 2 Spielen 4 Punkte. In beiden Spielen erzielt Nikolas Fesler die entscheidenden Tore. Tschüss bis zum Ende der Partie Bestand hatte. In der 80. plus 4, dann erzielte Efkan Fidikci den Ausgleich. Es hat sich da nur im Poststadion abgespielt. In den letzten 10 Minuten 3 gelbe Karten für BAK und fast mit dem Schlusspfiff 1 gelbe für Internationale. Da kann man wohl sagen, BAK ist mit einem blauen Auge davongekommen. 2 überraschende Spielausgänge. Was wird uns der Sonntag bringen? Der Tabellenzweite empfängt TB den Tabellenachten. Golombek in der 4. Minute zum 0:1. Uelzen 24. Minute 1:1. Bühler 70. Minute Siegtreffer zum 2:1. Bei 06 empfängt Starken, verliert 0:3. Halbzeit 0:2. Prümke, Joao, Burkhardt, die Schützen für Starken. Kommen wir nun zu Rudo gegen Berliner SC. Toren von Tanrifer, Doppelpack von Baba und Boateng legte der Berliner SC den Grundstein in Halbzeit 1, bevor Kollack in der 56. Minute die Ergebniskosmetik gelang. Kommen wir nun zum vorletzten Spiel. Die Füchse, 5. der Tabelle gegen Empor, 9. gewinnt 1:0. Schön Füchse, Rekordtorschütze Bayatstas. Inzwischen der 12. Saisontreffer. Und hier der Bericht Wilmersdorf, BFC Dynamo. Konkreten Fall, der 10. gegen BFC, den 4. Das Hinspiel gewannen die Hohenschönhausener 5:0. Aber anhand der Rückspielergebnisse, was sagt das schon? Der BFC von links nach rechts hat Anstoß. In der Anfangsphase gab es wirklich nicht allzu viel zu berichten. Es sah so aus, als ob die einen die konnten nicht, die anderen die wollten nicht. Dieser erste Angriff, auch wenn harmlos, das erste Sehenswerte im Spiel. Eine gefühlte, spielerische Überlegenheit der Wilmersdorfer. Mehr ließ die Abwehr der BFC auch nicht zu. Dafür eine Möglichkeit durch den BFC, durch Leon Walter. Aber Subasi im Tor hat die Ecke dicht gemacht. BFC-Trainer Hasan Urvic ist mit dem Spiel seiner Mannschaft nicht einverstanden. Gibt immer wieder Anweisungen. Da kann sich jeden durchsetzen. Ja. Geschickte Körpertäuschung. Und Fernando Jehn mit seinem 3. Saisontreffer. Ganz stark gemacht die Körpertäuschung. Subasi ließ sich düpieren und dann war es geschehen. Gleich nach dem Anstoß aber die Wilmersdorfer mit einer Riesenschance. Mit der 21 Büngül, sonst einer der sicheren Schützen, hatte hier die Möglichkeit zum Ausgleich. Auf der Gegenseite Schlegel mit einem Fernschuss. Subasi mit leichten Unsicherheiten. Dann Dimchenko kommt, Blöß geht. Unermüdlich versucht Gamloch, Löcher in die BFC-Deckung zu reißen. Versucht's hier mal aus etwa 20 Meter, aber das sind schon Verzweiflungsschüsse. Kommt auch gefährlich rein. Walter kommt nicht ran und Schuld irritiert, jagt den Ball aber noch nach. Dann Henning mit der 20 für den glücklosen Walter. Dann die 60. Minute, Alexis mit Freistoß. Mit der 9 Gamlauch und von hinten mit der 8 Kabaschei. Weiter, komm! Gamlauch gegen 4 BFCer, flankt dann sehr schön diagonal den gut einlaufenden Kabaschei. Da kann auch Schuld nicht mehr eingreifen. 2 Minuten später wieder Gamlauch. Regel hat seine Mühe und Not. Jeden kommt angespritzt. Aber die Ablage doch zu optimistisch und wir sehen die Leiden der Trainer.
Fußball ist eine emotionale Sportart. Schiedsrichter Hannemann hatte auch einige Probleme mit den beiden Übungsleitern an der Linie, die sich nicht nur ärgern, sondern auch über gute Leistungen erfreut und applaudieren können. Denn auch kämpferische Szenen, da wird dann auch mal kein Bein zurückgezogen und im Hintergrund die Trainerstimmen, die ihren Frust freien Lauf lassen. Allein das gefährliche Spiel von hinten muss man abpfeifen. Mann, hat er ihn berührt oder nicht? Mann. Aber jederzeit Herr der Situation, Schiedsrichter Hannemann. Freistoß Gildenmerk an der Strafraumgrenze, der Kampf um die besten Plätze. Die Situation schon fast bereinigt, da kommt der Ball zu Schuld. Ein guter Griff des Trainers Hasanovic mit der Einwechslung von Henning, der das 2:1 erzwang. Trotz Überlegenheit können die Wilmersdorfer die Situation nicht klären. Die Flanke von Schulz setzt Henning mit der linken Innenseite an Subari vorbei ins Netz. Diese vermeintliche Fehlentscheidung der Schiedsrichter ruft eine unangemessene Diskussion zwischen Trainer und Schiedsrichter hervor. Aufgrund der Vorbildfunktion der Trainer für ihr Team gegenüber der Schiris und dem sportlichen Partner kann ich das Verhalten bei aller Emotionalität als nicht angemessen halten. Hochachtung vor dem jungen Schiedsrichter, der Ruhe und Besonnenheit bewies. Alsbald beruhigten sich auch die Gemüter und es konnte wieder Fußball gespielt werden. Mit der 16 Ludewig gewährt, nachdem Subasi gegen Henning gerettet hat, kann mit der 9 auf Henning und Henning mit einer Rückgabe. Das Spiel liegt in den letzten Zügen. Wir erlebten eine kämpferische Wilmersdorfer Mannschaft, die es dem Team aus Hohenschönhausen nicht einfach machten. Und was positiv zu vermerken ist, nach dem Schlusspfiff fährt mit einem Lächeln auch die Normalität wieder zurück. Mein Fazit, ein nicht unverdienter Sieg, der recht schwer fiel. Victoria 14 Spiele, 33 Punkte. Tasmania 14 Spiele, 30 Punkte. Jena SC 30 Punkte, 15 Spiele. BFC 28 bei 13 Spielen. Füchse 26 bei 14 und BHK 22 Punkte bei 13 Spielen. Hier die Vorschläge für alle, die mitspielen wollen. Tor Nummer 1, Fernando Jean mit dem 0:1. Tor Nummer 2, mit der 8 zum Ausgleich Kabaschei. Letztlich Tor Nummer 3. Justin Henning zum 2:1 Siegtreffer. Wer erhält eure Stimme? Tor Nummer 1, 2 oder 3? Spielername? Und als Kommentar oder Nachricht dem heutigen Bericht zuordnen. Samstag, 17.03. BFC gegen Füchse, 4. gegen den 5. Sonntag, 18.03. Berliner SC, BAK 07, der 3. gegen den 6. Auch TB Hertha 06 und Internationale gegen Victoria 89. Hochinteressante Spiele. Man sieht sich auf Wiedersehen.